ich dir helfen, werter Reisender? Irgendetwas hat dich in meinen Laden gelockt. Etwas sehr Mächtiges. Du hast scharfe Augen. Das Einhorn-Amulett ist eines der geheimnisvollsten und mächtigsten Zauberutensilien, die bekannt sind. Ja, ich befürchte, das ist viel zu gefährlich. Soll ich es als Geschenk verpacken? Von allem ganz viel, lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zaubereien. Meine allerbeste Freunde sein. Habt keine Angst, kleine Freunde. Twilight kann ganz wunderbar zaubern. Wenn Ihnen irgendetwas passiert, Twilight, wirst du mich kennenlernen. Keine Sorge, Fluttershy. Twilights Zauberkräfte sind viel besser geworden, seit sie Applejack und mich mit einem Riesenschneeball plattgewalzt hat. Natürlich kann sie gut zaubern. Twilight kann mit Magie umgehen. Ich möchte meine kleinen Freunde einfach nur beschützen. Oh, sieh nur, wie ängstlich sie sind. Ich kann dir versprechen, dass ihnen nichts Schlimmes passieren wird. Weiß ich doch. Das reicht fürs Erste, kleine Freunde. Vielleicht können wir ja später nochmal üben, wenn Fluttershy nichts dagegen hat. Deine Zauberkräfte haben sich wirklich verbessert, seit wir hier sind. Prinzessin Celestia wird das sicher gefallen. Danke, Spike. Ich muss auch in Bestform sein, wenn die Gäste aus Sattel-Arabien hier anreisen. Ich kann nicht glauben, dass sie mir das Unterhaltungsprogramm anvertraut. Twilight, komm schnell! Ein Notfall! Scheißal! Mit diesem Braunton darf man doch höchstens Akzente setzen! Oh. Los, komm, Applejack! Wir müssen etwas Besänftigendes in Pink besorgen! Was ist denn passiert? Na, na, na! Wenn das nicht Twilight Sparkle ist! Trixie! Was hat sie hier zu suchen? Und du willst groß und mächtig sein? Jetzt ist sie wohl Rainbow Wackel. Ja. Guter Zauber, große und mächtige Trixie. Ihr zwei, gebt Ruhe. Hey, was ist passiert? Geh sofort runter von mir. Nein, die andere Richtung. Hör auf, meine Freunde zu ärgern, Trixie. Wir haben miteinander noch eine Rechnung offen. Meine Zauberkünste sind besser geworden, seit ich hier war. Und das werde ich dir beweisen. Du und ich, ein Zauberduell. Der Gewinner bleibt und der Verlierer verlässt Ponyville für immer. Vergiss es. Auf so etwas lasse ich mich gar nicht ein. Wie du willst. Trixie, lass ihn sofort runter! Wieso tust du so etwas? Wieso? Weil du mich damals gedemütigt hast. Nachdem du mich mit dem Sternbild bloßgestellt hast, bin ich überall zu einer Lachnummer geworden. Egal, wo ich hinkam, wurde ich ausgelacht und verjagt. Ich musste sogar eine Arbeit auf einer Steinefarm annehmen, um überleben zu können. Auf einer Steinefarm! Hey, du kannst froh sein, dass eine Steinefarm jemanden wie dich genommen hat. Und jetzt will ich eine Revanche. Und ich werde so lange herumzaubern, bis du zustimmst. Ah!
sagst du jetzt? In Ordnung, Trixie. Wir duellieren uns. Ausgezeichnet. Ich setze keinen Huf mehr nach Ponyville, wenn ich verliere. Aber falls ich gewinne, bist du diejenige, die aus diesem Ponyka verbannt wird. Gibst du auf? Komm schon, Twilight, du schaffst das! Trixie ist das einzige ranghöchste Einhorn! Jetzt ist es für dich an der Zeit, dass du Ponyville endlich für immer verlässt! So, jetzt reicht es, Trixie. Du hast dich bewiesen, aber du kannst unmöglich erwarten, dass Twilight aus Ponyville geht. Ihr Dummköpfe! Sie ist schon längst abgereist. Schon gut, Freunde. Ich finde eine Lösung. Passt bitte aufeinander auf und behalte Trixie immer im Auge. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Twilight? Das ist unmöglich. Woher kennt Trixie diesen fortgeschrittenen Zauber? Ohne Spike kann ich keine Nachricht an Prinzessin Celestia schicken. Wen kenne ich sonst, der sich auf außergewöhnliche Zaubersprüche versteht? Deine Geschichte von Leid verursacht Traurigkeit. Kein Wunder, du bist aufgebracht. Denn das ist Missbrauch von Macht. Was soll ich denn nur tun, Sikora? Es ist, als hätte ich meine Freunde im Stich gelassen. Aber ich kann ihr nicht entgegentreten. Ich unterrichte dich fein. Dann wirst du besser sein. Einen Weg zeige ich dir, damit Trixie verschwindet von hier. Du willst mich in Magie unterrichten? Aber sie konnte einen Alterszauber, Wetterzauber und alles Mögliche. Wird es zu magisch? Dann ist das tragisch. Leg Trixie dich rein. Stell ihr doch selbst ein Bein. Du glaubst wirklich, dass ich sie schlagen kann? Mhm. Okay, wann fangen wir an? Los, ihr beiden! Beeilt euch mit meinem Thron! Und du! Wie lange muss ich noch auf meine Apfelmusmaske warten? Vergiss es, Trixie! Ich werde rein gar nichts mehr für dich tun, bis Twilight nach Hause kommen darf. Oh, oh, okay, ich tue es. Aber bitte hör damit auf! Hab ich nicht gesagt, du sollst tanzen? Trixies grausame Magie zerstört ganz Ponyville. Au! Irgendein Pony muss uns doch helfen können. Ah, kein Geräusch, kein Krach, kein Lärm.
Kein Ton darf dich stören in deiner Konzentration. Verlerne, was du einst lerntest. Nur dann ist der Sieg das, was du erntest. Trixie ist das einzige ranghöchste Einhorn. Es gibt vieles, das ich dich lehren kann. Doch an die nötigen Antworten kommst du nicht ran. Tut mir leid, Sikora. Ich gebe mein Bestes, aber ich kann nicht aufhören, an Trixie zu denken. Irgendetwas an ihr war so merkwürdig, als wäre Trixie durch ihre Macht gemein und hinterhältig geworden. Deine Gedanken brauchen einen geraden Fluss. Völlige Konzentration ist ein Muss. Oh, diese ganze Leserei bringt uns doch auch nicht weiter. Ja, ich höre dich, Pinky. Ich kann hier nichts über den Zaubertrick finden, den Trixie angewendet hat. Irgendwo muss was stehen. Twilight besitzt jedes Zauberbuch, das es gibt. Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Ja! Es ist Zeit, dass wir über unsere Zukunft in diesem neuen Trixie-regierten Ponyville nachdenken. Das hört sich nach Trixies gemeinen Zaubertrick an. Sie sagt, ich soll Äpfel ohne Schale anbauen. Wie zum Hafer soll ich das möglich machen? Hier drin gibt es ein Bild von der Kette, die Trixie trägt. Sie wird das Einhorn-Amulett genannt und wer es trägt, wird mit unbeschreiblicher... Hey, seht mal alle her! In diesem Buch ist ein Bild von Trixies Kette. Sie wird das Einhorn-Amulett genannt und wer sie trägt, wird mit unbeschreiblicher Macht ausgestattet. Wenn ihr noch ein bisschen weiterlest, dann... Obwohl das Amulett dem Träger große Macht verleiht, verleitet es ihn auch zum Schlechten. Ja, aber man kann... Man kann dem Träger das Einhorn-Amulett nicht abnehmen. Es hat ein magisches Schloss. Trixie kann es sich also nur selbst abnehmen. Vielleicht wir müssen Twilight diese Information zukommen lassen. Sie weiß, was zu tun ist. Aber wie wollen... Das magische Kraftfeld im Amulett teilt es Trixie mit, wenn jemand von uns Twilight suchen geht. Vielleicht sollten wir... Ich hab's! Ohne Hilfe ist es nicht möglich, sich an dem Kraftfeld vorbeizuschleichen. Aber ich weiß, wer von uns unbemerkt in die Wälder verschwinden kann. Ja, es müsste... Flatterschein! Was? Was sagst du dazu, Fluttershy? Kannst du den Auftrag ausführen? Nein, ich würde unter dem Druck zusammenbrechen. Wie ein Zweig würde ich knicken. Perfekt. Fluttershy schleicht sich aus Ponyville heraus und findet Twilight. Aber ich... Okay. Oh, perfekt. So wird es gemacht. Ich habe auch schon ein tolles Design für ein Outfit einer gefährlichen Mission im Kopf. Zieht, ihr Dummköpfe! Irgendein Pony hat das magische Kraftfeld ausgelöst und Trixie will es dafür bestrafen. Aber ginge es nicht viel schneller, wenn wir ein paar Räder hätten? Die große und mächtige Trixie vertraut Rädern nicht. Und jetzt zieht schneller los! Ich sage dir, Snips, sie wird immer eigenartiger und eigenartiger. Stopp! Ihr da drüben, was macht ihr? Warum ist sie so gemein zu uns? Ja, ich vermisse die Tage, als sie nur eine Schwindlerin war. Oh je, Rarities Missionsoutfit ist kaputt gegangen. Ich gehe lieber zurück. Okay, ihr habt recht. Ich muss sehr mutig sein und Twilight finden. Oh, ihr habt sie gefunden? Sie ist im Everfree Forest? Oh, aber ich bin nun mal so, wenn ich mutig bin. Ich bin viel lieber zu Hause mutig, eingeschlossen im Wandschrank mit meinem Teddybären. Unfassbar, dass mir das Einhorn-Amulett nicht aufgefallen ist. Je öfter sie es benutzt, desto gemeiner wird sie dadurch. Aber wie soll ich die Kraft des Amuletts besiegen? Meine Magie reicht dazu nicht aus. Twilight, mit vielen Übungen hast du dich gequält. Du hast alles gelernt, aber noch eines dir fehlt. Wenn Trixies Tricks dich in die Enge bringen, dann vergiss die Magie und lass die Sechs sie bezwingen. Vergiss die Magie und lass die Sechs.
Vergiss die Magie und lass die Sechs. Lass die Sechs sie bezwingen, das ist es. Sikora, du bist ein Genie. Jetzt müssen wir dich sicher wieder zurück nach Ponyville bringen, Fluttershy. Wehe, das ist schon wieder ein falscher Alarm. Dann wird die große und mächtige Trixie nämlich einführen. Du! Na, was gibt's denn, Twilight Sparkle? Gefällt's dir nicht im Exil? Ich weiß über das Einhorn-Amulett Bescheid. Ich weiß, dass du uns täuscht. Ich? Euch täuschen? Ich? Ja, und ich dachte mir, dass du vielleicht gern sehen würdest, wie ein echtes magisches Amulett aussieht. Sikora hat es mir gegeben. Es ist aus dem Everfree Forest. Und es ist viel mächtiger als dein mickriges kleines Einhorn-Amulett. Ha! Nichts ist mächtiger als das Einhorn-Amulett. Und kein Pony besitzt mehr Macht als die große und mächtige Trixie. Dann komm und zeig doch, was dein Amulett alles kann. Wie wär's mit einem weiteren Duell? Wozu denn? Ich hab dich doch schon bezwungen. Na, liegt ganz an dir. Dann wirst du nur niemals die fantastische Magie erleben, die es jenseits des Everfree Forest gibt. Komm mit, Sikora. Warte! Okay, okay, du hast gewonnen. Ein zweites Duell. Fangen wir mit einem einfachen Alterszauber an, oder? Gern. Snips, Snails. Ein alter Hut, aber immer wieder gut. Also, lass mal sehen, was dein kleines Zauberamulettchen kann. Kein Problem. Applejack, Rarity, könnt ihr mir behilflich sein? Hä? Hä? Ein altes Zauber, ganz toll. Das ist ganz unmöglich. Das ist noch gar nichts. Doppelungszauber. Schon mal ein Pony gesehen, das 10 Instrumente gleichzeitig spielt? Das kann nicht sein! Oh, noch ein! Ich kann auch eine Stute in einen Hengst verwandeln! Trixie. Sieht wohl aus, als wäre mein Amulett doch mächtiger als deins. Hey, gib es zurück! Oh, mit diesem Amulett werde ich ab jetzt über ganz Equestria herrschen. Werde Zeuge meiner Kraft, Untertan. Vor euch steht eine noch größere und mächtigere Trixie! Ich brauche dieses alte Einhorn-Amulett gar nicht. Ich habe ja jetzt dieses. Hör auf damit! Das kitzelt! Das kitzelt? Nun, du solltest dich eigentlich vor Qualen winden. Dieses Amulett ist beschädigt. Gib mir meins zurück! Tut mir leid, aber das wird wieder gut versteckt, wo es hingehört. Oh, übrigens, Trixie, das Amulett um deinen Hals ist einer von Sikoras Türstoppern. Aber du hast doch mit ihm gezaubert. Kein Pony kann sonst diese Zauber. Du hast recht. Nicht einmal ich. Sikora hat mir in meiner Verbannung sehr viel über Magie beigebracht. Ich habe auch gelernt, wann man keine Magie einsetzt. Meine Kräfte allein waren nicht mächtig genug, um dem Einhorn-Amulett gleichrangig zu begegnen. Deshalb brauchte ich eine andere Art von Magie. Die Magie der Freundschaft. Und ich habe bei Sikora erfahren, dass du selbst das Amulett von deinem Hals nehmen musst. Aber was war mit dem Pony mit den 10 Instrumenten? Das ist keine Magie, das ist unsere Pinkie Pie.
Was ich tun konnte. Ich habe deine Freunde und dich so furchtbar behandelt, als ich das Einhorn-Amulett getragen habe. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich selbst. Kannst du mir noch mal verzeihen, Twilight? Sicher. Oh, gut. Findest du nicht, dass die große und mächtige Trixie das allerdemütigste Pony ist, das die Welt je gesehen hat? Woo!